Was ist nicht alles gesprochen und diskutiert worden vor diesem Derby zwischen Garmisch-Partenkirchen und den Gästen aus Ohlstadt? Marco Selbe-Sewart, sportlicher Leiter des SV, er hat damit angefangen. Im AMK-TV Sporttalk vor zwei Wochen schickte er die ersten Giftpfeile Richtung Gröben. Die Antwort gab es unter der Woche prompt von FC-Trainer Heinz Mohr in der Lokalpresse. Fakt, beide Mannschaften kränkeln und suchen nach ihrer Form. Die Form der Hinrunde. Bestes Beispiel dafür, diese Szene nach 50 Sekunden. Zech haut über den Ball, der Nutznießer ist René Lauritsch, der mitläuft. 1:0, einen besseren Start hätte sich der SV Oberwallig nicht erträumen können. Zech erklärt das Ganze mit einem mentalen Problem, denn am Montag schreibt er Prüfungen und da wollte er sich nicht mit beiden Händen Hals über Kopf in diesen langen Ball werfen. Verletzungsgefahr spielt da im Kopf mit. Trotzdem, der FC fängt sich recht schnell. Die erste dicke Chance gehört Huber bzw. Mohr. Oder wie wäre es mit Maxi Körner? Der setzt das 1000-prozentige Teil über den Kasten. Bestes Indiz, dass der SVO jetzt das Fußballspielen einstellte. Körner nach dem Freistoß mit der nächsten guten Szene. Oder wie wäre es mit einem Geniestreich von Stefan Dohr? Der findet wieder Körner und diesmal lässt er sich nicht entgehen. Die Verletzungssorgen beim ersten FC veranlassen, dass Körner da offensiv ran muss und er zahlt das prompt zurück. Aber was für ein Zuspiel von Stefan Dohr, das die Hintermannschaft des SVO all aussehen lässt. 1:1, der verdiente Ausgleich, die einzige Chance der Gäste nach diesem Zufallsprodukt. Und sie gehört Jo Fischer, doch mit dem linken Fuß setzt er diesen Schuss neben den Kasten. Der FC hat das Spiel nun unter Kontrolle. Fehler, zach, und es geht wieder schnell über Spora. Und der Schuss von Burkhardt zappelt im Netz. 2:1. Ullstadt schaut nur zu und verhindert diesen 2:1 Führungstreffer nicht. Kurz vor der Pause also der Schock für den SVO. Ja, und so wie diese Dame müssen sich auch die Gäste fühlen. Da muss deutlich mehr kommen in der zweiten Halbzeit. Leider allerdings aus SVO-Sicht wird es nur noch schlimmer. Nächster Fehler in der Hintermannschaft. Florian Sporer steht blank und er netzt zum 3:1 ein. Ullstadt im Kollektiv enttäuschend. Schauen wir nochmal drauf, wo der Ausgangsfehler ist. Es ist einfach Markus Burkhardt, der dann nachsetzt, den Ball zu Huber spitzelt und dann klingelt's. War das die Vorentscheidung? Zumindest 3 Minuten später ist sie dann endgültig gefallen. Wieder Freistoß FC und natürlich wieder Körner, der Mann des Tages, bester Garmisch-Partenkirchener an diesem Tag. Netzt ein, aber er steht da auch viel zu blank. Störer ohne Chance, er war wieder der beste Ullstädter, auch in seinem dritten Spiel fehlerlos und richtig gut. Dann passierte 20 Minuten lang gar nichts und aus heiterem Himmel das 4:2. Ein Hoffnungsschimmer am ganz, ganz grauen Ullstädter Himmel oder vielleicht sogar mehr, denn jetzt wurde es nochmal etwas hitzig. Jetzt schenkt sich beide Mannschaften nichts mehr. Nächste Szene gehört René Lauritsch. Und wenn er den macht, dann wird es hier richtig heiß. Seppi Zech im Kasten auf dem Posten. Und dann eine Szene, die nur die Gastgeber weiter schwächt. Lazar und Burkhardt geraten aneinander. Der Schiedsrichter gibt beiden eine gelbe Karte. Das einzige Problem, Lazar hatte zuvor schon eine gesehen und muss 10 Minuten vor dem Ende dann mit Gelb-Rot vom Platz. Ullstadt fackelt nicht lange und nutzt das sofort aus. René Lauritsch verwertet den langen Ball und düpiert die FC-Innenverteidigung, die hier wahrscheinlich schon in der Kneipe oder beim Feiern war. 4:3. Jetzt wurde es nochmal richtig, richtig hitzig. Auch weil die Garmisch-Partenkirchener nach diesem Tor den Ball einfach nicht hergeben wollen. Burkhardt und Kurz dementsprechend geladen. Es half aber nichts mehr. Wenig später war Schluss. Die 3 Punkte bleiben am Gröben. Verdientermaßen muss man sagen, denn Ullstadt wacht einfach viel zu spät auf. Bei uns gibt es nach diesem interessanten Derby noch die Stimmen zum Spiel. Ganz klar, der Sieg für Garmisch ist meines Erachtens verdient, weil sie einfach Fußball gespielt haben. Sie haben mehr Fußball gespielt wie Ullstadt. Es ist halt merkwürdig, was die Mannschaft da gemacht hat. Man hat sie im Vorfeld natürlich unter Druck gesetzt, das war klar.
war natürlich von mir auch und irgendwo ein bisschen bewusst, weil man einfach gesagt hat, gut, wie reagiert die Mannschaft? Und es war dann eigentlich interessant, wie sie reagiert hat. Und da muss man natürlich drüber sprechen. Also das war gar nichts. Das war überhaupt nichts. So ein Derby hat, ob Sporttag hin oder her, immer brisant. Allerdings hat uns schon etwas verwundert, dass da von Oberstädter Seite, Funktionärsseite, Giftpfeile gekommen sind, die jeglicher Wahrheit entbehren. Aber im Grunde genommen ist allein der Derby-Charakter schon Grund genug, dass man richtig motiviert ins Spiel geht. Ich bin wirklich maßlos enttäuscht gewesen über die Leistung, was wir da heute gesagt haben. Eine Stunde lang waren wir Statisten, haben nur reagiert statt agiert. Und wenn man da im Garmisch Fußball spielt, dann muss man ganz anders auftreten. Und was nach der Pause dann kurzfristig los war bei Ullstadt, na gut, das bin ich mal gespannt, was Sie da dazu sagen. Da gibt es, ich glaube, einiges an Gesprächsbedarf. Danach zwar gute Moral gezeigt, aber wenn du in Garmisch 24 bist, dann kannst du das normalerweise unter normalen Umständen nicht mehr aufholen.